Wo wir jetzt gerade bei Müllprodukten sind, denke ich, passt das ganz gut. Recyceltes Rind. Dieses Fleisch steckt in McDonald's Beef Patty. 100% Rindfleisch. Aber welche Kühe tatsächlich im Patty landen, wissen die wenigsten. Wie? Ich hätte wirklich gedacht, es wären jüngere Tiere. Wir zeigen, wie McDonald's beim Fleisch ordentlich spart. Saftiges Fleisch aus Deutschland. Dem einen oder der anderen läuft da das Wasser im Mund zusammen. Das Beef Patty ist das Herzstück der McDonald's Burger. Nach eigenen Angaben besteht es zu 100% aus Rindfleisch. 98% des Fleisches kommen dabei aus Deutschland. Das hört sich ja schon geil an, da McDonald's damit wirbt, 100% saftiges Rindfleisch in seinen Burger zu verwenden. Die Frage ist nur, was ist es denn letzten Endes für Rindfleisch? In Deutschland wird Rindfleisch in 7 Kategorien unterschieden. Kalbsfleisch, Fleisch vom Jungrind, Jungbullenfleisch, Bullenfleisch, Fleisch vom Ochsen, Fleisch von der Milchkuh und von der Ferse. Aber was ist denn letzten Endes wirklich in diesen Burger-Patties drin? Ist es der Jungbulle? Ist es das Entrecôte? Das werden Passanten in einer Berliner Fußgängerzone gefragt. Welches Rindfleisch verwendet McDonald's für seine Burger? Irgendwas nichts Gutes auf jeden Fall, weil es McDonald's, ne? Halt das Billigste vom Billigsten. Ja. Ja, habe ich mal gearbeitet in den 80ern sogar. Ich würde sagen Ochse. So aus dem Gefühl raus. Ich weiß es auch nicht, ich hätte jetzt gesagt Bulle. Oder Milchkuh. Bulle oder Milchkuh. Tippen wir auf den jungen Bullen. Na, das Preiswerteste wahrscheinlich. Ja, sagt der jungen Bulle. Kein eindeutiges Ergebnis. Von der Ferse bis zum Ochsen ist alles dabei. Nur bei der Milchkuh sind sich die Passanten sicher. Die wird nicht zur Burger-Patty-Herstellung verwendet. Insiderin Sonja weiß, welches Fleisch der Burger-Riese am Ende nutzt. McDonald's nutzt Milchkühe, die bereits 5-6 Jahre auf der Weide standen. Was habe ich euch gesagt? Was habe ich euch gesagt? Wirklich viel Milch gegeben haben, viel Arbeit geleistet haben und ausgezehrt sind für ihre Burger. Wie? Ich hätte wirklich gedacht, es wären jüngere Tiere. Jüngere? Ach, die, wenn sie nicht mehr ergiebig Milch geben, dann zum Schlachter wandern, aus Dank. Ach so, und dann werden sie natürlich anderweitig dann verwendet. Ah ja, stimmt. Ja, logisch. Das ist dann noch einfacher. Ja, stimmt. Ist gut, dass das noch verwendet wird. Auch die Alten, dass sie nicht umsonst sterben. Milchkühe isst man doch eigentlich nicht, ne? Eigentlich, gut gesagt. Boah, ist das ekelhaft. McDonald's bezieht den Großteil. Da guck mal, da kann man ja eins schon mal 100% safe sagen. Dieses Fleisch von McDonald's würde an sich nach Arschloch schmecken. Wir brauchen es ja nicht jetzt schönreden. Und die knallen da dann einfach wieder irgendeine Scheiße rein, damit das gut schmeckt. Ja, die knallen da irgendeinen Mist rein, die Soßen machen den Geschmack. Ich weiß gar nicht, ob die Geschmacksverstärker, irgendjemand meinte mal zu mir, die nutzen nicht mal welche. Ich kann es euch nicht sagen, aber auf jeden Fall benutzen die dann wieder irgendwelche Stoffe, die nicht nachgewiesen werden müssen, die du nicht deklarieren musst. Also da ist wieder irgendein Schmarrn bei, sag ich euch so, wie es ist. All seines Rindfleisches von Milchbauern. Milchkühe, wie die gesagt haben, ich bin Handwerker, die schmecken einfach nicht. Die schmecken nicht, das Fleisch ist einfach, ja, ich kann es euch auch nicht erklären, warum es nicht schmeckt, aber es ist halt bekannt, Milchkuhfleisch schmeckt nicht. Das ist nicht das beste Alter einer Kuh, um es zu essen. Also vielleicht kann man sich so erklären, wenn du einen alten Opa auf den Grill haust und erwartest, dass das Fleisch schön zart und schmackhaft ist, könntest du dir auch nicht vorstellen. Und so ist bei einer Milchkuh auch. Der Konzern verwertet das Fleisch älterer Kühe, die bis zu 7 Jahre lang Milch gegeben haben. Grillweltmeister und Burgerliebhaber Klaus Breinig erklärt, warum das Unternehmen auf Milchkühe setzt. McDonald's hat natürlich aus erster Sicht wirtschaftlich gedacht. Was gibt es denn in der Menge, die wir benötigen, am Markt? Und da ist man natürlich auf die Milchkuh gekommen. Ich bin jetzt so überlegt, wisst ihr, die nimmt sich denn die Ware, die eigentlich bald auf Müllhalde geworfen wird, weil die also die geben ja keine Milch mehr. Die liefern eigentlich keinen Mehrwert. Allerhöchstens grasen sie die Felder leer. Also ich würde beinahe behaupten, die müssen dann in irgendeiner Weise irgendwie verarbeitet werden. Und bevor sie auf Müll kommen, nimmt sie McDonald's. So ein Ding ist das. Der zweite Punkt ist natürlich, dass McDonald's aufgrund der Menge natürlich das Kuhfleisch günstiger bekommt wie der Bulle. Es ist auch im Allgemeinen günstiger. Auch wenn viele das nicht glauben, hilft ja McDonald's den Milchbauern, ja, anschließend ihre Kühe in eine vernünftige Verwertung zu geben. Und das sehe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, natürlich in erster Linie positiv.
sowohl man ganz klar sagen muss, dass McDonald's das natürlich auch aus wirtschaftlichen Gründen macht. Eigentlich eine interessante Ansicht, aber hat er recht. Irgendwo ist es natürlich positiv, weil sonst könnt ihr die Dinger nicht mehr gebrauchen. Aber da kannst du aus McDonald's Sicht natürlich nicht als dich als den guten Menschen darstellen, sondern die machen es natürlich nur wegen des Geldes wegen. In Deutschland gibt es rund 3,8 Millionen Milchkühe. Für McDonald's heißt das günstiges Fleisch in Massen. Klaus Breinig macht den Qualitätstest. Auf dem Grill Patties aus Milchkuhfleisch und Burger-Patties mit Fleisch vom Jungbullen. Hier vorne sieht man beim Bullen deutlich viel mehr Flüssigkeitsverlust, viel mehr komprimiert. Das heißt, er wird viel schneller, viel kleiner. Während jetzt das Kuhfleisch deutlich weniger Verlust an Flüssigkeit hat und auch deutlich weniger schrumpft. Das heißt, für McDonald's ist das wirtschaftlich natürlich ein riesiger Vorteil, wenn der Burger nur 10 Gramm verliert. Da habe ich auch nie drüber nachgedacht. Ist beim Menschen ja auch so, desto älter du wirst, desto weniger Wasseranteil hast du im Körper. Und bei den Tieren ist es auch so, weniger Bratverlust, optimalus. 18 Gramm, das auf die Menge gesehen, die McDonald's produziert, das ist schon heftig. Das Fleisch von der Milchkuh hat einen hohen Fett- und Proteingehalt. Deshalb schrumpft es beim Braten weniger zusammen. Für McDonald's bedeutet das eine hohe Wirtschaftlichkeit. 1,43 Millionen. So viele Menschen strömen jeden Tag in die deutschen McDonald's. 1,43 Millionen, ey. Wenn ihr euch das so mal auf der Zunge zergehen lasst. Und jeder nimmt auch nur einen Burger. 1,43 Millionen Burger werden dann verkauft. Wahrscheinlich nehmen die meisten auch zwei oder so. McDonald's-Filialen. Nicht nur ein. Alleine bei uns, in Deutschland. Schneller Bestellvorgang, auch die rasche Zubereitung ist erfolgsentscheidend. Hinter dem schnellen Essen steckt System. Für uns McDonald's-Profis ein Cheeseburger. Ich liebe diesen, wie sagt man Dialekt? 3 Sekunden, gar kein Problem. Die Produktionslinien in McDonald's-Küchen sind genau aufeinander abgestimmt. Das macht die Zubereitung verlässlich und vor allem schnell. Insider Manuel hat mehrere Jahre als Schichtleiter bei McDonald's gearbeitet. Er zeigt, wie ein Cheeseburger entsteht. Ich mache jetzt erstmal Senf und Ketchup drauf. Danach kommt Zwiebeln, schön mit dem beliebtesten Gürkchen der Welt, eine Scheibe Käse, Fleisch und fertig ist der Burger. Et voilà. Der Cheeseburger in unter 30 Sekunden. Damit das so schnell geht, hat der Fastfood-Gigant etwas Entscheidendes bei der Fleischzubereitung geändert. Ich schwöre euch, McDonald's kannst du ein bisschen wie mit den Berliner Dönern vergleichen, so wie ich das sehe. Pass auf, die denken jetzt, ich laber Scheiß, aber an sich ist es das Gleiche. McDonald's weiß jeder bis zum bestimmten Punkt, irgendwo schmecken die Dinger geil. Auch ein Double Cheeseburger, kann ich euch sagen, der hat schon was bei McDonald's, gebe ich ehrlich zu. Nichtsdestotrotz, du kannst nicht sagen, McDonald's hat die besten Burger Deutschlands. Du kannst da gerne essen gehen, du kannst es gewohnt sein und irgendwie zu anderen Burgern gehen und sagen, das ist es nicht so. Aber was da drin ist, ist Müll. Das Fleisch ist Müll, den Geschmack schaffen die durch irgendwelche künstlichen Zusatzstoffe. Und dann zu sagen, wir haben den besten Burger oder in Berlin, wir haben die besten Döner, da bist du vom Verstand abgefallen. Das ist absolut gelogen. Genauso ist bei McDonald's auch. Es ist Müll, aber viele essen es gerne, kriegen es halt hin mit ihren Zusatzstoffen. Das nennt sich OC. Das ist eine neue Erfindung von McDonald's. Heißt, es werden nicht mehr wie früher die ganzen Cheeseburger, Big Macs etc. alles dahin gelagert, sondern jeweils nur die Fleischstücke. Früher verarbeitet McDonald's seine Fleischfrikadellen nach dem Grillen direkt zum Burger. Er wird fertig verpackt warm gehalten. Wenn er nach 15 Minuten nicht über den Tresen gewandert ist, müssen ihn die Mitarbeiter entsorgen. Heute ist das anders. Klar, wenn man hier 8 Patties produziert hat, beziehungsweise gegrillt und keiner verkauft wird, gehen halt nur 8 Patties weg, anstatt der ganze Burger. Das spart Geld und reduziert die Lebensmittelverschwendung. McDonald's überlässt bei der Burgerproduktion nichts dem Zufall. Es gibt oben auch einen Monitor, der auch der Küche anzeigt, wie viel belegt sein soll. Die Daten kommen direkt aus der Zentrale. Mit einem ausgefeilten Algorithmus analysiert McDonald's, was gerade im jeweiligen Bezirk los ist. Ferien, ein Fußballspiel, schönes Wetter oder ein Konzert in der Nähe.
Die Küche bekommt genaue Anweisungen. Heißt, gegen 12 Uhr in dem Shopping-Einkaufszentrum, wo viele Leute dann Pause haben, wird dann dementsprechend dieser Monitor den Mitarbeitern zeigen, hä, da reichen nicht mehr 8 Patties für die Cheeseburger, Hamburger oder wie auch immer, sondern es braucht 36 oder 42. So kann man immer noch gewährleisten, dass man nicht leer geht und immer weiter und immer weiter und immer weiter produzieren kann. McDonald's richtet seine Schnellrestaurants auf den Massenbetrieb aus. Wer sich eine ganz... Thomas sagt gut, dass ich weiß, wo ich mein Essen ausgebe, wo ich Geld für mein Essen ausgebe. Er muss es einfach so sagen, wie es ist, weil wir gucken noch 2 Sekunden zu Ende. Frisch gebratene Fleischfrikadelle wünscht, für den hat Insider Manuel... Also man muss einfach sagen, Fakt ist auch, man handelt nicht immer richtig im Leben. Man weiß manchmal, was richtig ist, macht es aber einfach nicht. Aber ich denke, jedem sollte bewusst sein, dass sein Geld bei McDonald's zu lassen so ziemlich die schlechteste Investition ist, die man tätigen kann. Und dass man es nach Möglichkeit nicht tun sollte. Und ich finde, ich würde mich schämen, solch ein Unternehmen zu führen, sage ich euch ehrlich. Da könnt ihr nicht mehr in den Spiegel gucken. Also ich kann euch nur ans Herz legen, wenn ihr euch einen geilen Burger holt, denn wenigstens irgendwo zum Gastronomen, der sein Essen mit Leidenschaft macht. Und da seid ihr mit Sicherheit für euch und eure Gesundheit auch besser beraten.